Hey, liebe Mittelalter-Freunde, wir sind's wieder, Battle Merchant. Was heißt wir? Ich bin heute alleine, Christine. Ich stehe eigentlich im Laden und heute stehe ich einmal gegenüber auf unserer schönen Wiese und wollte euch ein bisschen was zeigen über Feuer machen. Am besten hat man so eine schöne Feuerstelle und ein nettes kleines Lederbeutelchen, wo das Equipment drin ist. Equipment heißt in diesem Fall hoffentlich funktionierende Feuersteine, ein Feuerschläger und ein bisschen Zunder oder Brennmaterial. Wie man diesen aus Leinen herstellt, erzähle ich euch dann auch gleich im Anschluss noch. Oder Silke schneidet es zwischendurch rein. Die macht ja manchmal so komische Dinge oder baut mal ab und zu ein Smiley rein. Ihr kennt es ja. Was auch super ist als Zunder, ist dieser Zunderschwamm. Den findet man an Bäumen. Aber Vorsicht, der ist in manchen Regionen geschützt. Wir bekommen den geschenkt von einem, der beim Forst arbeitet, weil wir auch damit färben. Auch vielleicht nochmal ein spannendes Thema, wird ein ganz tolles Gelb. Also bitte nicht einfach abrupfen, wenn ihr es nicht genau wisst. Ansonsten ist das so eine Art Baumpilz, der sich super durch diese kleinen Fasern eignet als Zunder. Bei den Feuersteinen gibt es natürlich verschiedene. Da müsst ihr einmal schauen, wie der am besten Funken schlägt. Genauso die Feuerschläger. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Guckt einfach, was ihr am besten auch in der Hand mögt, weil es ist wirklich ein Arbeitswerkzeug. Guckt, wie ihr das mögt. So, dann sollte der gut anliegen. Und bei den Feuersteinen selber braucht ihr scharfe Kanten, die dann abschlagen. Und nach Möglichkeit nicht so ein windiges Wetter, wie wir uns hier gerade jetzt ausgesucht haben. Also drückt mal alle die Daumen, dass wir uns hier jetzt nicht komplett blamieren. Ich nehme also den Feuerstein in die eine Hand und lege mir was von dem Zunder, das ist jetzt schon sehr gut gemeint. Ich nehme mal was ab und baue mir so ein kleines Nestchen am Stein. Und zwar so, dass nach Möglichkeit der Funke beim Abschlagen direkt drauf fällt. Einfach auch mal ein bisschen Geduld, einfach vielleicht auch mal drehen, eine andere Kante probieren. Das müsst ihr einmal ein bisschen schauen, wie es bei euch am besten klappt. Das meine ich, da musst du nachher schneiden, 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 schneiden. Ihr könnt es gerade nicht sehen, ne? Versuch mal weg. Wenn ihr sowas macht, versucht mal ein bisschen windgeschützter zu üben. Und nicht so auf offener Wiese wie wir hier gerade.
Also baut der kleinen Glut jetzt ein Nest. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Ohne die Glut zu ersticken. Also es muss immer noch genug Luft drankommen. Und dann baut ihr in Schichten auf. Räucherware hält sich länger. Wahrscheinlich gibt es 500 Männer jetzt, die sagen, boah, was macht die da? Aber wir sind trotzdem gerade ziemlich stolz, dass das geklappt hat. Würde auch theoretisch da sitzen, wo Silke jetzt sitzt, zum Pusten, damit ich den Qualm nicht abkriege. Ist logisch, ne? Aber dann seht ihr nichts mehr. In der Zeit, wo man wartet, dass das Feuer richtig in Gang kommt, kann man natürlich ganz viel Blödsinn erzählen zwischendurch. Oder man schlägt sich ein paar Eier auf und macht sich gleich zum Mittag ein schönes Rührei. Das ist Pfeffer, ansonsten Dreck reinigt den Magen, das wissen wir alle. Und deswegen sind wir auch alle gesund. Wir essen ja schließlich auch alle aus unseren Stahltöpfen. Und uns geht's richtig gut. Die kleinen Döschen, die haben wir euch ja schon im Rundgang vom Laden mal gezeigt. Wie gesagt, ich nehme die immer gern für Gewürze. Hier geht mir der Spaß jetzt zu weit, also so ein bisschen Rasen. Muss ich jetzt nicht unbedingt in mein Rührei haben. Jetzt kommt noch ein bisschen Klee dazu. Das hat man halt, wenn man draußen was macht. Das Feuer sieht jetzt eigentlich schon mal ganz ordentlich aus, hoffe ich. So dass wir schon mal unser kleines geschmiedetes Dreibein direkt ins Feuer stellen können.
hier wieder, es geht nur von den Temperaturen. Ansonsten habe ich euch schon gesagt, euer wichtiges Equipment, was alles, was mit Stahl und Feuer zu tun hat, ist wirklich einmal ein Handschutz. Ihr könnt euch da was Schönes filzen, Nadel binden. Vielleicht reicht sogar ein dickes Geschirrhandtuch aus Leinen. Aber dass da ein bisschen Vorsicht geboten ist, denn Stahl leitet die Wärme. Sprich, Pfanne heiß, Griff auch heiß. So. Die Pfanne ist jetzt schon eingebrannt. Wie man das ganze Equipment, Geschirr einbrennt, können wir euch ja vielleicht auch mal bei Gelegenheit zeigen. Das sind unsere Tonflaschen, wie gesagt, super für Met, aber halt auch für sämtliche Öle, die man auf Lager zum Kochen oder so braucht. Ein bisschen Schnappes, also die Flaschen kennt ihr auch. Und dann heißt es wieder ein wenig warten. Aber das Schöne auf Lager ist ja, man hat unendlich viel Zeit und man genießt ja auch die Stille am Feuer. Deswegen halte ich jetzt nach Möglichkeit die Klappe und ihr könnt ein bisschen die Flammen genießen und Silke filmt mal ein bisschen das Equipment, macht ein paar Stillleben oder so. Und dann warten wir gleich auf unser Rührei. Finden das bloß noch nicht. So, das Rührei ist jetzt fertig. Und die Silke hat sich noch Nachtisch dazu gewünscht. Deswegen machen wir gleich mal das nächste auf dem Feuer. Sensationell. Kannst dir alles ein bisschen schneiden, ne? Ja, ja. So. Dann. Es gibt Haferschleim! Yay! Das Ganze braucht natürlich jetzt auch ein bisschen seine Zeit. Der Hafer muss ein bisschen aufquillen. Und in der Zeit zeige ich euch einfach mal, wie man den Zunder macht. Und zwar nehmt ihr eine Metalldose. Hier waren leckere Nougatpralinen von meiner Schwiegermutter drin. Aber es gibt auch diese kleinen, runden Bonchi-Dosen. Und die stopfe ich voll mit alten Leinenresten vom Nähen. Wolle geht auch, aber mit Leinen habe ich so die besten Erfahrungen. Oben im Deckel der Dose macht ihr Löcher. Und dann geht die Dose so, wie sie ist, direkt ins Feuer mit rein.
aus den Löchern, ich hoffe, ihr seht das, fängt es gleich an zu qualmen, weil der Stoff da drin leicht verbrennt. Soweit es aufhört zu qualmen, nehmt ihr die Dose raus und stellt sie auf den Kopf, auf den Rasen. Das macht ihr bitte nicht mit den Fingern, sondern ihr nehmt euch eine Zange. Gott sei Dank haben wir ja jetzt eine neue im Sortiment, die sich dafür eigentlich gleich hervorragend eignen sollte. Wir werden einfach mal warten und gucken, was passiert. Es wird! Vielleicht ist der Haferschleim auch schuld dran, dass der Chef heute beim Videodreh nicht dabei ist. Auch nochmal vielleicht ganz nett. Hier ist einmal das ganze Equipment drin. Kleiner Lederbeutel, den könnt ihr euch an Gürtel machen. Da ist jetzt der Zunderschwamm drin, der Steinschläger. Und also Schlageisen, Zunder und die Feuersteine. Die Feuersteine findet man am besten wirklich hier in Norddeutschland. Also wir sind so oder so das schönste Bundesland der Welt. Jeder, der schon mal in Wacken war, wird das bestätigen. Ja, durch die Steinzeit sind die Gletscher, die wir mal dafür brauchen, für den besten Funkenschlag, leider nur bis Anfang Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen gekommen. Alle Steine darunter eignen sich einfach nicht so gut zum Feuermachen. Aber probiert es einfach aus. Wie gesagt, es gibt verschiedene. Und soweit die eine scharfe Kante haben, kann man halt versuchen, ob er Funken schlägt. Probiert es aus. Und dann braucht ihr für alles ein bisschen Geduld und Spucke. So wie bei dem Haferbrei. Wie lange dauert das? Was? Der Haferbrei. Der ist fertig. Hast du Hunger? Natürlich, immer. Möchtest du? Yay! Heiß genug ist er. Riecht auch gut. Die Haferflocken sind aufgequollen. Also von mir aus kannst du Mittag essen. Na dann. Vorher sollten wir allerdings die Dose rausnehmen. Die bleibt jetzt liegen. 5 Minuten, 10 Minuten. Und wenn sie abgekühlt ist, könnt ihr den halb verqualmten, halb verbrannten Leinstoff rausnehmen und solltet dann den Zunder haben, den ihr dann als Brennmaterial für den Funkenflug bestens nehmen könnt. Wäre super, super toll, wenn ihr einmal erzählt, was ihr macht, wie ihr das macht. Und ob ihr das noch vielleicht bearbeitet. Ich habe ganz viele Bekannte, die sagen, die tunken das noch in Spiritus. Dann hatte ich einen Herrn mal auf dem Markt kennengelernt, der hat ein Reitgestüt. Der fängt den Urin von seinen Stuten ein und tränkt damit den Stoff und auch die verschiedenen Pilzarten. Jeder wie er mag. Wäre ganz interessant, wenn ihr mal erzählt, was ihr so macht. Das ist halt nur eine von vielen Methoden. So, wir sind gestärkt und machen uns jetzt noch ein bisschen Kaffeewasser. Und nebenbei kann man schon mal den Abwasch erledigen. Wie es für jede gute eingebratene Pfanne, schon von Oma, kennt ihr das, die wird bitte nur mit einem Küchenkrepp ausgewischt. Solltet ihr die mit Spüli abwaschen, weil die Verunreinigung zu groß ist, dann müsstet ihr sie bitte wieder neu einbrennen. Ansonsten ein bisschen Öl, Küchenkrepp und dann löst sich das wirklich von allein. Ist nicht immer schön, aber muss gemacht werden. Mit nicht immer schön. Ich hoffe, hier ist was Schönes.
Und zwar das Ergebnis von unserem Zunder. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ihr könnt das jetzt ganz einfach in Stückchen ziehen, euch auf den Feuerstein legen. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg und bin ganz, ganz gespannt auf eure Reaktion, auf eure Kommentare. Sollen wir wirklich mal komplett was für euch kochen? Oder habt ihr Anregungen, alles rund ums Feuer, außer vielleicht eine Pfanne einbrennen? Das wäre nochmal ganz spannend, wenn ihr uns das erzählt. Ansonsten werden wir uns gleich den Kaffee schmecken lassen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!